Mitten im Prager Zentrum u Kamenner Zbano zum Steinernen Krug sind wir verabredet zum Public Viewing. Wir werden uns hier jetzt aber kein Fußballspiel ansehen. Da läuft es bei der tschechischen Nationalmannschaft zurzeit gerade nicht so toll, sondern eine Geschichtsreportage über ein grausames Kapitel der deutsch-tschechischen Geschichte, über das jahrelang nicht so viel diskutiert wurde, wie es jetzt gerade diskutiert wird. Und schuld daran ist David Vondracek, ein tschechischer Regisseur, den ich hier treffen will und mit dem ich mir gemeinsam den zweiten Teil einer seiner Reportagen ansehen will. Bereits mit dem ersten Teil hat er für sehr viel Aufsehen gesorgt. Der erste Teil hieß Töten auf Tschechisch. Zur besten Sendezeit und mit einer ungeheuren Resonanz zeigte der Film, dass auch Tschechen getötet haben. 42 Deutsche werden hinterrücks erschossen, in Prag in den ersten Nachkriegstagen. Nicht alle sind sofort tot. Verwundete flehen um Gnade. Ein Lastkraftwagen überrollt die Sterbenden. Dass Tschechen auch Täter waren, wurde bislang nur in Historikerkreisen debattiert, aber nicht in der breiten tschechischen Öffentlichkeit. Zur besten Sendezeit läuft heute im tschechischen Fernsehen ein Teil von der neuen Reportage, aus der neuen Reportage von David Vondracek. Titel: Sag mir, wo die Toten sind. David, Ihre erste Reportage mit dem Titel Töten auf Tschechisch, die hat schon für ziemlich viel Furore, kann man sagen, in Tschechien gesorgt. Hat sie möglicherweise auch das Volk oder die Tschechen ein bisschen gespalten so? Oder wozu hat diese Reportage geführt? Ich denke, das war schon ein emotionaler Schock, weil wenn ich nahm mit der Film Töten auf Tschechisch, das kann jeder Mensch, Entschuldigung, jetzt kann ich das gut in Deutsch. Ja, можете на чешский. Ich meine, das musste jeden Tschechen schocken, dass der Film Töten auf Tschechisch heißt. Was interessant war, das habe ich nicht erwartet. Die Mehrheit der tschechischen Medien hat das Provokante ganz positiv behandelt. Die Fakten sind den Historikern, glaube ich, bekannt, aber in der Öffentlichkeit kennt man nicht die Schicksale, die dahinter stehen. Sein neuer Film handelt von diesem Ort. Vor einer Woche wurde hier ein Massengrab geöffnet. Jahrelang wurde die Gewalttat verschwiegen und dann während der Exhumierung haben Anwohner hier ein Kreuz hingestellt. Eine Region versucht, Worte zu finden für eine Geschichte, für die sie 65 Jahre keine Worte hatte. Es ist nur ein schlichtes Holzkreuz, in etwa 3 Meter hoch, und auch die Blumen, die hier niedergelegt wurden, sind eher schlicht. Aber trotzdem ist dieses Kreuz für die deutsch-tschechischen Beziehungen ein wichtiges Zeichen der Versöhnung. Wir sind hier 1,5 Autostunden von Prag entfernt in südlicher Richtung. Da drüben, da liegt Dobronin und auf der anderen Seite liegt Kamenná. Dobronin hieß einmal Dobrenz und Kamenná Bergersdorf. Und hier, auf dieser Wiese, hier an dieser Stelle in etwa, soll es vor 65 Jahren eine schreckliche Gewalttat gegeben haben. Hier wurden Deutsche erschlagen mit Spitzhacken und Schaufeln. Hier entlud sich der Hass der Tschechen gegenüber den Deutschen. Hass, den einige Deutsche vorher gesät haben. Und über 65 Jahre wurde hier geschwiegen. Es wurde viel gemunkelt über dieses Verbrechen und über diese Stelle. Aber so richtig öffentlich aufgeklärt wurde es nie. Und es wird erst jetzt, 65 Jahre danach, aufgeklärt. Der Film läuft. Schwere Kost für einen netten Abend in der Kneipe. David Vondracek zeigt zum ersten Mal Bilder der Exhumierung, erzählt die Geschichten der Toten. Sie waren Bauern, erfahren wir, und Lehrer, erschlagen ohne Gerichtsverfahren. Doch wer waren die Täter? Einen mutmaßlichen Täter, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll, interviewt Vondracek. Robert K., der 88-Jährige, sagt, er könne sich an nichts mehr erinnern. Doch gerade weil es noch lebende Nachfahren der Opfer, aber auch noch Täter gibt, ist dieser Fall so interessant. Die Polizei ermittelt trotz der Beneš-Dekrete und dem sogenannten Straffreiheitsgesetz. Das legte fest, dass Vergeltungstaten der Tschechen an Sudetendeutschen nicht geahndet werden. Und das noch bis in den Oktober 1945 hinein. David, was willst du heute mit diesem Film sagen? Was soll er erreichen? Für mich ist der Hauptgedanke bei diesen Filmen und Reportagen, die ich mache, dass man sich bewusst macht, dass das 20. Jahrhundert nicht nur die Verbrechen des deutschen Nationalsozialismus gebracht hat, sondern dass es nach dem Krieg auch die Verbrechen des Kommunismus gab. Und etwas von dem Bösen ist zwischen diesen beiden Regimen übergesprungen.
Und dafür haben ganz normale Menschen zahlen müssen. Menschen, die sich nichts zu Schulden haben kommen lassen, die Opfer geworden sind von einer revolutionären Aufwühlung, die dann ganz schnell in ein neues tschechoslowakisches totalitäres Regime gemündet hat. Aber warum hat man darüber 65 Jahre lang nicht gesprochen? Warum ist jetzt dieser Moment gekommen, wo man darüber spricht? Ja, das ist so. In den postkommunistischen Staaten kommt es erst jetzt zu einer tieferen Analyse dieser Prozesse. Das ist auch eine Frage der Generation. Erst die jetzige Generation ist in der Lage, dieses Geschehen von einem humanen Standpunkt aus zu beurteilen. Dass es eben dank der Beneš-Dekrete nach dem Krieg Verbrechen an den deutschen Bürgern gab, vom Standpunkt der sogenannten Kollektivschuld aus. Und was denkst du über die Beneš-Dekrete? Gibt es sie in 10 Jahren noch? Da ist ein Unterschied zwischen dem ökonomisch-rechtlichen Aspekt und der moralisch-menschlichen Frage. Das heißt, die Beneš-Dekrete sind schlecht, unmenschlich, schrecklich, falsch, aber wir können nicht mehr hinter sie zurück. 65 Jahre nach dem Krieg muss man sagen, dass es juristisches Unrecht war. Aber das lässt sich heute nicht mehr revidieren. Děkuji, Davide. In Dobronin ist dieses Kreuz ein weithin sichtbares Zeichen auch für Änderungen in den Meinungen oder in der Meinung der Tschechen. Und damit Naschledanou aus Tschechien.